Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen und Genießen. Heute mache ich für euch Schwänzlungenbraten in einer Blauschimmelsoße mit Bandnudeln. Ganz was Leckeres. Dazu brauchen wir folgende Zutaten. Also, wir brauchen zwei Schwänzlungenbraten habe ich hier. Salz, Pfeffer. Für die Soße brauchen wir dann den Blauschimmelkäse und Schlagobers. Und die Bandnudeln als Beilage. Gehen wir es an. Das ist heute ein ziemlich einfaches und schnelles Gericht. Also nichts Kompliziertes, wo ich bei sagen muss, ich habe eigentlich immer versucht, die Sachen so einfach wie möglich zu halten. Und hier die Schwänzungenbraten, und ihr schaut, da habt ihr noch das, die Sehne, also es ist Flachsen, sage ich, Sehnen, Haut ist das nicht, das muss weg. Das tut man da ganz leicht durchschneiden, dann zieht man das so runter. Weil das ist nicht genießbar, das ist nicht essbar. Und das macht das Fleisch zäh. Und schade um den Schwänzlungenbraten, das ist so ein gutes Fleisch. Das soll man nur kurz braten, weil das ziemlich grobporig ist. Und man sieht es hier an den Fasern, das ist ziemlich grobporig und verliert ziemlich schnell Fleischsaft. Das heißt, wir werden das in Filets, also so Medaillons schneiden, scharf anbraten und fertig. Und die Soße machen wir extra. Weil wenn ich das in der Soße dünste, dann lauge ich das ganze Fleisch aus und das soll ja nicht sein. Also wir wollen schon den Charakter den Geschmack und Charakter vom Fleisch behalten. Hier machen wir dasselbe. Einfach. Muss nicht alles weg, aber so viel wie möglich. Weil das macht wirklich, das schmeckt auch nicht. Ihr seht es. Das ist zäh, das ist wie Gummi, das ist einfach nicht gut. So, haben wir das schön. Aufpassen, dass das Fleisch nicht zu viel zerstört. Gut, das passt so. Davon schneiden wir jetzt Medaillons, die tun wir dann leicht nur flach drücken. Nicht klopfen, braucht man das nicht, das ist so ein zartes Fleisch. Ich zeige euch das gleich, schaut her. Schneiden wir schöne Medaillons. Die dann einfach mit der Hand flach drücken, das reicht, so passt das. Seht ihr das? Ja. Proportion 3 bis 4 Stück. Kommt drauf an, wie dick ihr das schneidet. So, schaut her. Ihr schaut die Struktur von dem Fleisch, seht ihr das da? Das ist ein bisschen, warte, ich drehe mal das Licht auf, das ist zu hell. Wenn ihr das da seht, schaut, sieht man das? Das ist ziemlich grobfasrig und dadurch verliert das ziemlich schnell an Fleischsaft. Also das trocknet ziemlich schnell aus, wenn man das zu schwach anbratet. Das ist scharf anbraten, dass sich die Poren schnell schließen und dann wird das schon gut. So, ich glaube, so mit Lichtverhältnissen spiele ich mir noch ein bisschen, weil das ist ein neues Handy. Das ist ein bisschen lichtempfindlicher. Also passt das, was jetzt das gut, glaube ich. Ja. Schneiden wir das schön auf. So, meine Kinder. Alle schön würzen. Also Salz. Ich verwende immer Meersalz, das ist für mich geschmacklich am besten. Ihr könnt auch normales Salz verwenden, je nachdem, was ihr halt zu Hause habt. So, etwas Pfeffer. So, und das war's schon. So, hier haben wir schon das Wasser für die Nudeln. Da die Pfanne, die wird schon heiß jetzt. Etwas Öl hier ein. Ganz leicht schön verteilen, dass die Pfanne schön gefettet ist.
Da geht es nur darum, dass das Fett ist Wärmeüberträger. Und damit das Fleisch schön schnell angebraten wird und die Poren schnell schließen können. Weil sonst haben wir den ganzen Fleischsaft in der Pfanne und Fleisch ist nichts mehr, Fleisch ist dann staubtrocken. So, wir können das jetzt Fleisch so rein. Jetzt hört ihr das. Das passt schon. Schön. Kann ich ganz voll machen. Das ist einfach. So, das müssen wir scharf anbraten. Und dass die Bratenrückstände machen wir dann in den Saft. Und die Blauschimmelkäse-Sauce. So, dann drehen wir das Fleisch um. Schaut her. Schöne Farbe. So soll das ausschauen. Wirklich nur ein paar Minuten. Damit die Poren schön kriegen. Und ich helfe, ich arbeite mit, entweder mit einer Spachtel oder mit Löffeln. Nur das Fleisch bitte nicht anstechen. Und warum soll man das Fleisch nicht anstechen? Weil dadurch natürlich habe ich den Effekt, was ich so mit dem scharfen Anbraten habe, dass das Fleischsaft drinnen bleibt. Mit Anstechen habe ich dann das Problem, dass der Fleischsaft dann austritt. Dann habe ich denselben Effekt, was ich eigentlich nicht haben will. Das Wasser für die Nudeln kocht auch bald. Das Fleisch lassen wir jetzt ein bisschen nachziehen, drehen wir zurück, schön, lassen wir ungefähr 10 Minuten jetzt so nachziehen und dann gehen wir es raus und dann machen wir dann die Soße raus. So, nachdem wir das Fleisch jetzt angebracht haben, nehmen wir unseren Teller, geben die Fleischstücke mal raus. Ja. Das duftet, wenn ihr das riechen könnt, wie gut das ist. Einmal dann die Bratenrückstände und die löschen wir dann mit Wasser ab. Lassen wir es mal aufkochen. Dann kommt die Sahne hinein, der Käse. So, schaut's her. Das Ganze lassen wir jetzt wieder auflösen. Jetzt löst die Braten. Das mal so aufkratzen ein bisschen. Auch wichtig ist, dass die Bratenrückstände nicht verbrannt sind, weil wenn sie verbrannt sind, wird die Soße bitter. So, seht ihr das? Wie schön das aufkocht. Schmeckt jetzt schon gut, obwohl es noch gar nicht gewürzt ist. So, wenn das aufgekocht hat, geben wir die Sahne dazu. Übrigens, das Rezept findet ihr dann auf joachimbeier1.com. Das Rezept stelle ich auch noch hinein. So, schaut her. Und da kommt dann der Blauschimmelkäse dazu. Ungefähr 120 Gramm, also nicht so viel, weil der eh so geschmacksintensiv ist. Nehmen da so ein Stück, schaut's aus, dann brechen wir da rein, das zergeht eh.
löst sich komplett auf. Und wenn du zu viel davon nimmst, dann wird es zu scharf und dann schmeckt es auch nicht mehr gut. Das soll eine milde Blauschimmelkäsesoße sein, eben dazu passend zum Gericht. So, schaut's her, das lassen wir schön kochen. Der Käse löst sich eh auf. Und dann das auch noch ein bisschen salzen, pfeffern. Das kann ich zurückschalten. Das Nudelwasser kocht auch schon. Alles. Denn meine kleine Maus isst gern Nudeln. Das hilft lieber nicht. So, gut. Dann haben wir jetzt schon wieder fast fertig. Lassen das schon noch aufkochen. Das seht ihr, dass der Käse schmilzt schon. Je nach Geschmack, ihr müsst es dann selber auch probieren. Wenn es euch zu wenig nach dem Käse schmeckt, könnt ihr noch einen Käse dazugeben. Die Rezepte sind alle, was ich habe hier schon 100 Mal bei fast jedem Video gesagt, sind alle ausbaufähig. Also, Man muss dann selber eben auch ein bisschen nachwürzen. Man kann das nicht so millimetergenau machen. Die einzigen Rezepte, die man wirklich einhalten muss, sind die Backrezepte. Also sonst funktioniert der Kuchen nicht, ne? Aber das sind Rezepte, die Anleitungen sind und die man dann selber auch ein bisschen flexibel ausgestalten kann. So, wir werden das doch noch ein bisschen mitdünsten. Es ist noch nicht ganz so, aber das passt schon. Das. Da rein. Das lassen wir jetzt ungefähr noch 5 Minuten so dünsten. Ein Fleischsaft dazu. Und dann passt das schon. Die Nudeln brauchen ungefähr 5 bis 10 Minuten. Kommt darauf an, welche Nudeln ihr nehmt. Jo, und wenn das dann fertig ist, können wir schon anrichten. So, wir sind fertig. Wir werden jetzt anrichten. Wenn zu laut ist, dann brauchen wir nicht zu schreien, ne? Ja. Na. Sonst. So, schaut her. Mir die Ohren. Bandnudeln. Setzen wir da schön auf der Seite. So, schaut her. Meine kleine Maus ist inzwischen auch schon wieder da. Hallo. So, und hier haben wir das Fleisch. Vorsicht, heiß. So, das nehmen wir raus. Schön. 3-4 Stück. So, schaut mal. Passt, 3 Stück sind schön groß. Dann geben wir da etwas Soße drauf. Käsesauce. Und das war's. So, das war's wieder für heute. Wir zwei sagen euch tschüss. Tschüss und schönen Sonntag noch. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.